Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ne? Was gibt es eigentlich Besseres? Wir können endlich wieder pumpen gehen und die erste Single von Kollega Zuhälter Tape ist draußen. Bevor es losgeht, Freunde, ich habe gestern ein kleines Gewinnspiel gestartet. Geht mal hier gerne oben drauf. Ihr könnt richtig geile Limited Edition Kopfhörer von Sony gewinnen. Link ist auch in der Beschreibung. Und ja, bevor wir jetzt weiter labern, wir gehen jetzt einfach rein da, glaube ich, ne? Ach ja, by the way, wir machen immer am letzten Sonntag des Monats einen Zuhälter-Tape-Stream. Wir haben am 30. Mai das erste gehört und jetzt Ende des Monats kommt das nächste und so. Und dann sind wir zum September passend fertig, wenn das neue kommt. Ja, jeden Monat ein Zuhälter-Tape und dann, jawohl. So, und jetzt rein da. So, Freunde, Rotlichtsonate. Also das allererste, was mir da auffällt, ist natürlich Rotlicht-Massaker. Da muss ich direkt dran denken, was natürlich ein absolut epischer Song war. Produziert war der zu der Zeit von BKs. Da gab es zwei Lines, die meiner Meinung nach komplett, oder zwei Wortspiele von San Diego und von Kolle, und zwar das mit den Reanimationen und Regenerationen. Das waren so die besten Lines. Sonst hat das, glaube ich, jetzt nicht viel mit dem Song zu tun, sagen wir mal, ne? Trotzdem, ich hätte, also gestern habe ich tatsächlich gedacht, vielleicht ist San Diego dabei, weil, ne, wie gesagt, das Album wurde ja auch angekündigt vor ein paar Tagen und so weiter und so fort. Und ich meine, was gibt es Besseres als die beiden zusammen auf Songs? Ja, ich glaube, das lassen wir so stehen, ne? Rotlichtsonate. Eine Sonate ist ein Musikstück, das aus mehreren Teilen oder Sätzen besteht, ne? Also, ja, ich glaube, das erklärt das ganz gut. Also, ein Musikstück, das mehrere Kapitel hat oder so, sagen wir mal, ja? Vielleicht ist es wichtig zu wissen, keine Ahnung. Das Musikvideo wurde produziert von Mostafa, okay. Instrumental, ah ja, Johnny und Josnes. Josnes, der Produzent mit der geilsten Frisur, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Grüße geht raus an den Guten. Mix und Master von King Size. Okay, ja, dann würde ich sagen, ich bin sowas von bereit, ne? Ich bin sowas von bereit, Alter. Okay. Ach, schön. Oh ja. Oh ja. Oh, das ist aber... Okay, jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachdenken. Warte mal, bei den Trailern. Wer war das? Komme ich gerade nicht drauf. Egal. Ach, was? Na. Ah ja. Ja, muss man aber auch genießen, ne? Was? Achso, da stand gerade Rotlichtsonate, okay. Ja. Schon wieder Intro, oder was? Übergestapeltem Cash, noch mehr gestapeltes Cash. Frederik, gestapeltes Cash und bring das Tafelgedeck für das Abendbankett. Sonst könntest du glatt draufgehen wie auf meinem Marmorparkett. Glatt draufgehen, okay. Ich glaube, wir werden hier textlich wieder einen kompletten Ohrenschmaus hören. Ne? Also du wirst glatt draufgehen wie auf dem Boden natürlich. Ne? Brauchen wir jetzt nicht groß erklären. Okay, nice. Deutschland, mir geht's gar nicht mal schlecht. Ich war turned off vom Game, hielt mich paar Jahre bedeckt. Flanierte an Schwanenseeflächen, mein Tagesgeschäft bestand so lang aus Touren und Taxis wie ein Adelsgeschlecht. Ich war... Was? Touren in Taxis oder wie? Warte mal, Touren Taxis, das war irgendeine Adelsfamilie, irgendwas, ne? Und warte mal, was macht er für ein Wortspiel daraus? War schlecht, ich war turned off vom Game, hielt mich paar Jahre bedeckt, flanierte an Schwanenseeflächen, mein Tagesgeschäft bestand so lange aus Touren und Taxis wie ein Adels. Touren und Taxis. Ah, okay. Ah, wird das genauso geschrieben? Habe ich gar nicht mehr im Kopf, Alter. Irgendwann mal gehört oder so im Geschichtsunterricht oder irgendwie so ein Scheiß, Alter. Touren und Taxis. Okay. Das Geschlecht, ich war lang zurückgezogen wie ein Flitzebogen. Lang zurückgezogen wie ein Flitzebogen, Alter. Oh, das sind so simple Lines, die mich einfach glücklich machen gerade, ne? Sag ich euch ganz ehrlich, so ein langsamer, schöner, atmosphärischer Beat von Johnny und Josnes und dazu einfach den Klängen des Zuhälter-Tapes zuhören, ne? Das ist
Ach schön. Nix los, bloß Kids an der Spitze. Warte, ich will nichts verpassen hier. Das Geschlecht, ich war lang zurückgezogen wie Flitzebogen. Nix los, bloß Kids an der Spitze oben. Daddy ist back, ich erzieh diese Missgeburten. Blick drohen, strenge Fahrttermine wie Pizzaboten. Strenge Fahrttermine, warte mal, alter Schwede, ey. Ich erzieh diese Missgeburten, Blick drohen, strenge Fahrttermine wie Pizzaboten. Fahrtermine, alter, ja, Fahrtermine, ne? Vater und Fahrtermine, okay. Kids. Rap ist heute neben Profit. Trotzdem ein Tape nach alter Muster, das dein Schädel durchsiebt. Wie der Jeju Musik, der alte Stereotyp, der durch Atmosphäre glänzt wie ein Meteorit. Du bist der Sohn. Boah, Digga, ist das schön, solche Lines zu hören. Uff, perfektes Intro. Also vom Vibe her, ne? Also wirklich. Deiner Hure. Was? Legendäre Line? Der durch Atmosphäre glänzt wie ein Meteorit. Du bist der Sohn einer Hure. Oh, ja. Du behauptest, deine Mutter sei eine Lady. Ach so, nein, eine Hure. Auch ihr Sohn eine Hure. Sie fragt, Boss, was machst du da? Na, ich schlag auf deinen Sohn ein, du Hure. Jawoll. So eine Hure. Sohn, auch der Sohn einer Hure. So, ach, schön. Schön auch solche Zeilen mal wieder hören, ne? Ich glaube, das können nur langjährige Hörer sagen. Dass man sich einfach freut, gewisse Lines von früher einfach, wie gesagt, ich dachte am Anfang irgendwas mit Reanimationen und so weiter, das sind halt einfach legendäre Lines gewesen, dann, du bist der Sohn einer Hure, kein Wunder bei so einer Hure, ne, das sind halt alles so Lines, sag ich mal, die öfter mal, ich will es gar nicht recycelt nennen, weil die werden einfach umgebaut und sind immer noch einfach ein Niveau, was einfach, ne, über, ja. In meinem Schloss erhält der Mondschein die Fluren. Sucht der Butler mich, folgt er auf allen vier in den koksweißen Spuren. Tritt aufgeschreckt herein. Wie kommt man auf sowas, Alter? Mensch, Frederik! Mit Staub bedeckt der Mike und sagt Schluss, Boss, mit Tennis, Golf und Bootsreisetouren. Draußen fordern sie, zerberste doch das Land mal. Im Ernst, ich fand den Vorschlag Hammer. Wie in der Werkzeugvorratskammer schrieb. Oh, ich fand den Vorschlag. Sie fand den Vorschlag Hammer. Was war das nochmal? Ich fand den Vorschlaghammer. Ich komme, ne? Und sie fand den Vorschlaghammer. War das Pillard oder Snagger? Nee, ne? War da. Sie fand den Vorschlaghammer. Ich kann. Ich bin mit dem Vorschlag. Keine Ahnung, Alter. Nein. Bei Kerzenleuchter, Flamme, paar perverse Flows, der beste Host, der Boss wird höchstens gegenüber Schmerzen. Toleranter, deine ehrenlose Mama, die für. Er wird höchstens Schmerzen gegenüber toleranter. Oh Mann. Im Ernst, ich fand den Vorschlag Hammer. Wie in der Werkzeugvorratskammer. Schrieb bei Kerzenleuchter, Flamme, paar perverse Flows. Der beste Host, der Boss wird höchstens gegenüber Schmerzen. Toleranter, deine ehrenlose Mama, die für Guthaben ackert. Bläst im schäbigen Bordell, an dem ein Buchstabe flackert. Ich mach Blutbad, Massaker. Sturmwetter, Action, Hurentöchter durchlöchern wie ein Durstlöcherpäckchen. Lass die Wurfmesser treffen. Ein Schlag ist folgend Rehkicks. Harte Kommen. Ich muss sagen, vom Sound her habe ich noch gar nichts zugesagt, ne? Super angenehm. Also ich verstehe jedes Wort, es ist schön clean. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, King Size, sehr, sehr, sehr guten Job gemacht, Alter. Klingt einfach sehr schön, ne, als Intro, so generell vom Vibe her. Combination, nice. Zieh mein Zahn, Schloss am Safe Kid, das ist Mafia-Boss-Ästhetik. Labrador im Käfig, melancholisch Mula in der Abendsonne zählen. Immer noch Straßenapotheker, immer noch King des. Oh, Straßenapotheker, einer meiner absoluten Lieblingssongs von ihm. Straßenapotheker 30,3, Sommer und Zuhälter-Rap. Oder Gangster-Arroganz, genau. Ja. Straßenapotheker. Labrador. Geiler Song, Alter. Müsst ihr euch anhören, ne? Straßenapotheker. Käfig, melancholisch Mula in der Abendsonne zählen. Immer noch Straßenapotheker, immer noch King of the Street. Immer noch Finger im Spiel, wie der Zahnarzt von The Game. Immer noch. Punks auf Distanz halten wie Dragunov-Gewehre. Sonst tanzen sie auf der Nase rum wie Partyhost bei Raves. Ich verlass mich auf dem Leben, auf Kalaschnikow. Dann tanzen sie auf Nase. Eieieiei, das war aber auch ein geiles Wortspiel, ne? Ne, alle sind am Kiefern, aber keiner holzt ab. Oder wie heißt das nochmal? Diese ganzen Druffi-Sprüche, Alter. Alle sind am Kiefern, aber keiner ist am Fällen? Nee, keine Ahnung. Tanz halten wie Dragunov-Gewehre. Sonst aber Dragunov, jetzt mal ganz ehrlich, wer Dragunov, Alter, K und gib ihm. Tanzen sie auf der Nase rum wie Partyhost bei Raves. Ich verlass mich auf dem Leben, auf Kalaschnikower Regen statt auf Spasten, die nur reden. Ich verachte eure Szene, yo, mein Name ist Kollega. Ich bin hobbymäßig Pusher, lese Tolstoy im Rolls Royce und ficke deine Mutter. Boah, Digga, war das war, Gott, ich fanboye hier richtig rum, Alter. Ich muss mal einen Gang zurückschalten. Aber ich freue mich halt einfach, ne? Also ich sag euch ganz ehrlich, ne?
die Zuhälter-Tapes und die Hood-Tapes waren das, was ich bis heute immer verfolgt habe und alles. Die anderen Alben, sag ich euch nur ganz ehrlich und von Herzen, habe ich alle nicht wirklich verfolgt. Also ich habe vielleicht ein, zwei Singles, die rauskamen und so weiter, und aber die wirklichen Alben, die letzten, habe ich mir nicht reingezogen, tatsächlich. Hat mir einfach vom Sound alles nicht mehr gefallen. Und ich bin, wie gesagt, generell eher der Zuhälter-Tape- und Hood-Tape-Typ. Keine Ahnung warum, aber ja, ist halt irgendwie so vom Vibe her, ne? Außer natürlich jetzt die einzelnen Songs, die ich euch genannt hatte, jetzt Straßenapotheker, Gangster-Arroganz und sowas, ne? Pitch, diese Rapper und den Modemarken-Fetisch check ich leider wenig, wie die Cops mein Drogenfach-Chinesisch, ich komm... Och, Drogenfach-Chinesisch. Auch schon wieder eine Anspielung. Also ich glaube, ganz ehrlich, jeder, der von früher noch, ne, und keine Ahnung, der wird hier glücklich. Aber warte mal, was? Er ist auch abgefuckt von der Szene, ne? I feel you. Ich bin hobbymäßig Pusher, lese Tolstoy im Rolls Royce und ficke deine Mutter. Bitch, diese Rapper und den Modemarken-Fetisch check ich leider wenig, wie die Cops mein Drogenfach chinesisch. Ich komm rotlichtpartenmäßig. Dominante Gestik und die Vögel knicken schneller ein als Origami-Schwäne. Du machst Clubhits für kleine Kinder. Und diese Vögel knicken schneller ein wie Origami. Ja. Ich stech dir auf die Brust mit dem Zeigefinger, Schluss mit der Scheiße, Spinner-Rap kann jeder Vollidiot, der sich ne Rolli holt. Auf einmal kommen unbekannte Schwänze aus ihren Löchern, Glory Holes, Zuhälter-Tape, wenn ich ankomme mit Uzi, gibt es blutige Fäden wie bei deinem Tampon, du Pussy, wieder typisches Rad. Gibt es blutige Fäden? Oh mein Gott, ist der gut, Alter. Oh, Fäden. Familienfäden, ne? Boah, Junge, wie bei Tampon, Alter. Babe, wenn ich ankomme mit Uzi, gibt es blutige Fäden wie bei deinem Tampon, du Pussy, wieder typisches Ratata. Lyrisches Ratata. Massaker, der Rest macht nur Fake-Streams, wie mein künstlicher Wasserfall, lass das Blut spritzen. Fake-Streams, wie mein künstlicher Fall. Wie bei purpurne Flüsse, dann kurz den Floh durchwischen und die Blutspuren vernichten. Und dann? Ja, nix, das Bosses Hood, Kurzgeschichten sind wie sein Luxusohren-Wristband, da wird ruckzuck durchgegriffen. David, Alter, diese Reimketten. Boah, ich freue mich so auf das Album, ne? Real Talk. Also ich habe mal versucht, so eine kleine Liste zu machen, auf was ich mich dieses Jahr am meisten freue, ne? Also ich glaube, Kolle ist auf 1. Danach würde ich tatsächlich Luciano Asche packen, weil ich einfach voll Bock auf beides habe, so. Warte mal, was kommt noch? Sunny, genau, natürlich Sunny. Da bin ich super gespannt. Da muss ich auch erstmal eine Single hören oder so, um irgendwie zu wissen, ne? Aber, ja, ey, neuer Murder Case, Tick Purple Haze, dass das Hirn wegbläst wie Kurt Cobain unterm Shirt AKs. Schick im Rotlicht dein Girl raus, da heißt's blown bis zum Burnout wie bei Birthday Cakes. Ey. Da heißt es blown bis zum Burnout wie beim Birthday Cake. Ah ja, Burnout, also bis halt die Kerzen ausgeblasen sind und Back in alter Zuhälter-Manier, OG, doch so fresh, als wär ich Rookie of the Year. Mach you Rookie of the Year. Ich auf Zeug, Ticker, Kid, du bist ein freundlicher Joint-Kiffer, Bitch, der Boss ist back wie die 70er. Der Boss ist back wie die 70er. Es sind so viele Anlehnungen. Back in alter so Zuhälter-Manier, so OG, viele. Doch so fresh, als wär ich Rookie of the Year. Mach nicht auf Zeug, Ticker, Kid, du bist ein freundlicher Joint-Kiffer, Bitch, der Boss ist back wie die 90er. Skyline scheint auf die City. Hustle bis zum Tod, so wie Nipsey. Big Dreams. Und der Kreis bleibt klein. Entweder gibt dein Feind klein bei oder du fixst ihn. Boah, ich hatte auch überlegt, ne, ins Studio Nipsey Graffiti zu machen. Vielleicht kommt das noch, Alter. War auch ein großer Künstler, ne? Nice, dass er da auch anscheinend immer noch international, sag ich mal, Mucke hört, ja? Also ich kann mir vor, also ganz ehrlich, ne, wie gesagt, wie beim ersten Zuhälter-Tape-Stream auch, wo wir rüber geredet haben, Kolle hat sehr, sehr viele amerikanische Einflüsse gehabt, ne, gerade beattechnisch, und er hat aber auch sehr viele Lines, ne, ob jetzt gegen Jay-Z und Nas, ne, die ein oder andere Line, die ein oder andere Wortspiel, sagen wir mal lieber, sehr viele Beats von Mobb Deep bis, was hatten wir da noch, Alter, ich glaube G-Unit-Beats oder keine Ahnung, ne, also sehr viele internationale Einflüsse, und ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Kolle auch nur ansatzweise Deutschrap in seinem Bentley, Rolls Royce oder was weiß ich, Maybach hört oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Endlicher Jointkiffer, Bitch, der Boss ist back wie die 90er. Skyline scheint auf die City. Hustle bis zum Tod, so wie Nipsey. Big Dreams. Und der Kreis bleibt klein. Entweder gibt dein Feind klein bei oder du fixst ihn. Irgendwann ist es vorbei. Vorbei. Für
Gangster ist der Tod prophezeit. Doch es ist noch nicht vorbei. Vorbei. Solange das Red Light scheint auf die Take 9. Hey, soll ich mal ehrlich sein? Ich hab Vibes wie bei den ältesten Zuhälter-Tapes. Aber qualitativ ist es halt einfach modern. Das ist so angenehm für mich zu hören. Auch wenn es nur ein Intro ist, sage ich jetzt mal. Was heißt nur? Aber einfach durchgeflowt. Jetzt kommt am Ende sowas wie eine Hook, ne? Ey, ich find's so angenehm zu hören, ne? Wirklich. Welch arroganter Blick. Fuck, das war's schon. Ich sag euch ganz ehrlich, ne? Oh mein Gott, die ganzen Bilder. Boah, die ganzen Fotos. Boah, Flashbacks, ne? Nostalgische Flashbacks bis zum geht nicht mehr. Wow. Da werden Erinnerungen wach, als ich die Rap-Szene revolutionierte. Wer hat sich das bestellt? Wer kann mir mal sagen, was da alles drin ist, Alter? Sind da alle Zuhälter-Tapes nochmal drin oder so? Das wäre so geil, ne? Was geht denn jetzt noch? Eine Minute. Oh, Frederik! Frederik! Ach, schön. Ach, schön. Ich frage mich gerade, ob ich für diese Musik Copyright-Claim bekomme. Am Anfang und am Ende. Safe Call. Boah, der hat gar keinen Bock mehr, der Arme, ne? Ja, so ist das. So ist das, ja. Gucken wir ihm jetzt eine Minute dabei zu, wie er das Geld stapelt. Nein. Ah. Okay. Oh, wenn der Boss das sieht. Wenn der Boss das sieht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wenn der Boss das sieht, Alter, was mir hier direkt wieder vorgestellt wird. Also, ey, ich sag's euch ganz ehrlich. Ich freue mich. Ich bin einfach nur happy. Es waren so viele Zeilen dabei, die mich einfach an Zuhälter Tape 1 bis, ich weiß gar nicht, wo die Songs alle vorkamen. Und überhaupt. Und der Boss ist back wie die 90er, nicht 70er und so weiter. Ich freue mich. Ich hab Bock. Let's go. Und ja, Freunde. Ich werde jetzt erstmal wieder ins Studio gehen, ein bisschen aufbauen. Und wir sehen uns, wenn ihr Bock habt. Heute Abend noch im Stream. Macht es gut. Peace.